There's some jobs ready for you. Moin, meine lieben Zockerschachel, willkommen zu einem neuen Stream. Wir sind heute wieder zu viert. Die gute Malibu ist dabei. Moin. Die gute Fräulein Marzipan ist dabei. Hallöchen. Und Robot on the Playground. Ei. Und wir werden uns heute gruseln. Ich werde mich einkoten. Ja. Stuhlgang ja. In my pants. Ich naja, weiß, du sitzt ich, ja Gott sei Dank. Kruzifix ja nochmal. Hier gibt es Kruzifixe. Ja. Ja, es gibt Kruzifixe. Ich sag auch mal Hallöchen und Hallo ans VOD da draußen. Ich nehme ja, einfach genau. Mal dein. Ich nehme einfach auf mal YouTube dein. Für später, hallo, genau. Hallo, genau. Hallo, hallo auch auf YouTube. Immer noch. Schön, dass ja, ihr da seid. Hallo, Hack immer noch. Ja. Marie will mich leiden sehen. So. Warum? Okay. Weil sie mich alle leiden sehen wollen. Ich hab hier einen Ring. Hier, guck mal, da. Hast Moin, Cherry Fairy. So, erklär mal, was müssen wir tun? Oh, wie doof also. Ich auch bin. Was? Sag nichts. Also, wir müssen gleich nicht mehr viel tun, außer dass wir gewinnen wollen, natürlich. Das heißt, wir gehen gleich da rein. Wir also rüsten uns mit irgendwelchen schicken Sachen aus. Ich glaube, ich muss die wahrscheinlich kaufen, weil ich bin der Lobbyman. Ich habe das noch nicht mehr so oft gemacht, seitdem wir dieses neue Warum System Warum ist bei euch haben. Überall auf euren Karten 50% und bei mir nicht? Weil, ist bei mir auch so. Also, weil... Das ist der Ton. Du kannst den Ton, glaube ich, die Lautstärke einstellen. Ach, ja, die Lautstärke vom Ingame. Genau, von ich Ingame. Ich bin ein Schlaubi. Ein Schlaubi. Schlaubi-Fuchs. Schlaubi-Schlumpf. Also diese Lautstärke hier. Oh, warte. Ja, die... Genau. Hallo. Echo. Hallo. Moin Wolverine, schon mal an den Chat. Oben habe ich was angepinnt, falls ist das ihr geil. Alle Streams gleichzeitig gucken wollt. Kann jeder kaufen, schreibt Tischtiger übrigens. Und, ah, okay, cool. Ich hab das. Wir spielen gleich mit Ingame-Chat. Das heißt, nichts mehr Discord. Wir müssen, ja, do you copy? Ja, copy. Ich würde auch sagen, wir schalten einfach jetzt schon mal auf den Ingame um. Wir können also jetzt schon mal einfach... Wie kann ich euch denn... Wie krieg ich das jetzt hin, dass ich euch hier nicht mehr dreimal höre? Warte, Discord ausmachen? Ja, wir machen uns mal alle im Discord aus eben. Genau, alle im Discord aus. So. Oh! Hallo? Oh, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hört ihr mich? Gut. Hallo. Malibu ist einfach erstmal gegangen aus dem Discord raus. Okay. So. Ja, warte mal, ich muss. Ich weiß jetzt nicht, ob sie überhaupt weiß, was sie einzustellen hat. Ach so. Hallo? Verdammt. Weißt ich du, muss was du einstellen Marzipan musst? Auf jeden Fall lauter machen. Hallo? Ach, sie hört nicht ja. Ach, mich hört sie ja, ne? Weiß ich nicht. Kann gut sein. Das ist eher ich wahrscheinlich glaube schon. Ein Game, ja. Hörst du mich? Also. Geh mal in, falls du nicht weißt, wo du hin musst, in Optionen, dann in Audio. Und dann stellst du dein Mikro Art ein. Art der Spracheingabe auf Sprachaktivierung. Oh, das wird genau. Totale Katastrophe, ich merke das schon. Ja. Das wird so schön. Vor allen Dingen, ich habe eben schon die ganze Zeit mit euch gesprochen und wieder vergessen, den Knopf zu drücken. Also, ihr dürft doch nicht alle gleichzeitig reden. Ach so, hört ihr mich jetzt? Ja, wir hören dich hören jetzt. Dich. Aber ich höre mich trotzdem noch doppelt und dreifach. Echt? Du hörst dich doppelt? Hast du vielleicht den Stream irgendwo an? Ja, aber auf Stumm. Malibu ist so leise, ich stell die mal lauter. Ja, Malibu, du musst, glaube ich, nochmal dein Mikrofon auswählen, oder? Weil du bist sehr leise. Geisterjäger, Praktikant. Wir sind Rekruten, Marcel. What? Ja. Ich bin noch Praktikant. Warum ist denn Malibu so leise? Kann man sie lauter stellen? Ich glaube, du musst dich ein bisschen lauter stellen. Ja, oder Malibu muss nochmal in ja, Audio ihr Mikrofon auswählen. Bist du trotzdem noch sehr leise. Hast du, Moment, Malibu? Hast du eventuell das falsche Mikrofon in den Optionen angewählt? Genau, das habe ich auch die ganze Zeit gesagt, aber ich habe wieder den Knopf nicht gedrückt.
Es könnte sein, dass du deine Cam anhast. Sonst mach Spracherkennung, Andy. Mach doch Spracherkennung. Ach, Spracherkennung geht auch. Brauchst du nicht mehr Knopf drücken. Ja, ja. Brauchst du nicht mehr Knopf drücken. Oh, das ist ja... Also Malibu, wenn du eben über Escape auf genau Option... Nee, das ist das Danke, richtige, Tischtiger. Ja, wir haben davor mal gespielt, aber... Okay, interessant. Audio, Sprachaktivierung ist, aber tatsächlich schlägt es nicht so doll aus. Ihr habt recht. Hast du denn... Das? Aber es ist dein Mikro, das richtige Mikro, was da oben steht. Das ist das richtige Mikro, ja, ja. Das ist auch das, was in meinem Stream läuft. Warum ist das denn so? Also meinst du es auch auf 100%? Oder nee, also wenn ich spreche, ist das so bei der Mitte? Also bei mir ist es so bei 1/6. Okay. Bei mir ist das aber auch sehr, sehr, also bei mir ist es auch 1/6. Also ich meine, ich weiß nicht, ob es das ändert, wenn ich im Stream... Aber ihr hört nicht gut? Es ist nicht anders, wenn ich es im Stream ändere. Mein Ausschlag tatsächlich. Strange. La, hallo, la, hallo? La, la, la. Ja, okay, wenn du näher ran beim Chat. Hört ihr die anderen gut? Aber ich, näher geht jetzt nicht. Also meine Lippen berühren sich schon. Nein, nein. Wir meinen, wenn, nee, wenn wir näher an deine Person. Genau, weil der Ingame. Der Ingame wird nämlich lauter, wenn du näher rangehst aneinander. Jetzt, ja, stimmt. Jetzt verstehe ich es. Ja, das Spiel will ja, das Spiel will ja diese Situation haben, dass es leiser wird, wenn wir voneinander entfernt. Ach du, das heißt, wenn wir gleich unterwegs sind, dann höre ich euch gar nicht. Eventuell. Nee, wir haben im Game haben gleich wir, glaub ich, haben wir automatische Walkie-Talkies. Ja. Ihr müsst schon lauter sprechen. Ja. Also alle Zuschauer, wundert euch nicht. Ich habe heute zwei Shaker hier stehen. Tatsächlich einer beim Energy und einmal mein Schatz mir einen Cocktail gemixt. Kannst du mir mal einen rübergeben? Ja, ne? Was denn für ein Cocktail? Ja, wir haben so TK-Früchte gehabt und die schmecken einfach im Müsli oder so überhaupt nicht. Darum sind die jetzt einfach mit Malibu gemixt, also mit mir selber. Ah, hast du den Finger abgeschnitten, oder? Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Oh. Ich lauf mal weg, das ist voll doof. Ja. Mach doch mal was klar jetzt hier. Genau, mach mal was klar. Ja. Also ich kann nichts kaufen, ich habe kein Geld. Wir haben alle kein Geld. Also, nee. Ich glaub, das ist, also Robert, du musst zahlen einfach. Ne? Wir sind halt. Ja, ich habe halt auch kein Geld. Ich habe aber auch kein Geld, aber wir haben immerhin so ein bisschen was in der Ausrüstungsliste. So ist es nicht. Toll. So. Also ist hier, wenn man auf dem Ding sieht, ein bisschen was haben wir zumindest. So, also könnten die Mädels sich vielleicht noch verschieden anziehen? Das, oder so, das wäre irgendwie ganz geil. Sehen wir die gleichen? Ja, nee, wartet. Malibu stopp, wartet. Warte. Ihr seid unterschiedlich. Ich glaube, das lädt sich gleich erst, das lädt sich, glaube ich, gleich erst, wenn wir ins Spiel gehen. Weil das genau, du bist auch noch die Dame bei mir. Ja. Du bist auch noch nicht der Herr. Du bist auch noch die Dame. So, gut. Ja, lass mal anfangen, einfach. Lautstärke-mäßig in Ordnung ist jetzt. Ich möchte bitte kurz meinen Chat zitieren. Der singt gerade: Wir wollen euch Koten sehen, wir wollen euch Koten sehen. Schön, das ist aber ein. Ja, gut, dann. Toll. Moment, ich setze mich mal hin schon mal dafür. Ich setze mich in die Mitte vom Bandkreis. Ich kote in die Mitte vom Bandkreis. Oh ja. Im Kreis kacken. Oh ja. Hier überall diese Kreise. Haben wir denn irgendwo einen. Kannst du was aufnehmen? Start doch mal was, bitte. Neben mir. Ja, genau, start doch mal. Lass mal einfach anfangen. Lass mal anfangen, dass wir ein bisschen Geld kriegen hier. Du musst mir nicht anschreien, nur weil ich direkt neben dir stehe. Ich mach mal einfach so ein klassisches. Entschuldigung! Entschuldigen Sie. Hallo, Team. Ihr müsst hier mit an die Dings, glaube ich, mit rankommen und dann hier alle mit auf Tanglewood klicken, damit wir alle unsere Abstimmungen, damit wir Tanglewood nehmen können. Ah. Hab ich, glaube ich. Oh. Nice. Haben wir alle Tanglewood? Auf dem Glastisch. Wir sollen auf dem Glastisch koten. Und jetzt müsst ihr noch bereit klicken bitte hier auf dem Server, auf dem rechts. Was? Damit man sich das von unten angucken kann, oder was? Wo muss ich drücken? Ach, bereit. Sag mal deinen Chat, bitte. Bereit, bitte. Genau. Okay, ich starte jetzt, dann hören wir uns kurz nicht. Also nicht wundern, ne? Bis wir alle... Okay. Zack, weg sind sie alle. Ich höre aber Schritte. Geht jetzt schon los, ich höre schon Schritte. Gott, ich will nicht mehr! Da seid ihr ja. Hallöle. Ach, jetzt siehst du gut aus.
Oh, ihr seid ineinander. Bösen Geschwister. Das habe ich mir schon gedacht. Tischtiger sagt gerade auch, es reicht, wenn einer abstimmt, die anderen, also das, wo mehr Stimmen sind, wird dann halt genommen. Ja. Ah, okay, das wusste ich auch noch nicht. Okay. Guck mal, mein mentaler Zustand ist immer noch 100%. Wer hat denn hier diesen violetten Dildo mitgenommen? Ich hab den mitgenommen, ist meiner. Ah. Ist aber sauber gemacht. Müssen wir einen Geist im Bordell finden? Oder was ist das hier? So, sag mal, was... Ja, genau. Was kann ich tun? Genau, also, genau. So. Wenn ich jetzt sage, ich nehme also, dieses komische Walkie-Talkie-Gerät zum Beispiel... Ja, das müsste eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, die Geisterbox sein. Hat schon Fieberthermometer? Genau, ich habe das Thermometer einfach mal genommen. Irgendwie so ein blaues Licht. Hier war was Grünes. Und was macht das? Es leuchtet grün. Blau. Das ist das grüne Licht. Das grüne Licht ist der DOTS-Generator. Da kann man dann eventuell nachher hier am PC jemanden durchlaufen sehen. Geisterfield-Meter-Modell, was ist das denn? Das kenne ich noch gar nicht. Warum haben wir sowas? Das müsste dann ein EMF sein. Was mit der Taschenlampe hier? Kann ich die nehmen? Ist das irgendwie alles neu? Kann die das kannst sein? Du wahrscheinlich nehmen, ja. Wie nehme ich denn Dinge? Weil mit der Maustaste geht's nicht. Ah, E. Mit E wie Emil. So häufig. E wie nehmen. Ich leuchte lila. E wie nehmen. Ich leuchte. Okay. Reagiert auf leuchtet. Einzelpersonen. Ja, der leuchtet. Damit man auch sehen kann, was man tut. Einzelpersonen, okay. Also wenn wir im Team sind, Team sind, ist alles in Ordnung. Ich bin immer gerne im Team. Okay. Okay, wir müssen aber Einzelpersonen sein. Laut Dingens. Also mein Chat schreibt, wir sollen uns die Geräte aufteilen und let's go. Ja, ich habe jetzt den Dingens. Ich nehme jetzt noch das Buch, glaube ich, mit. Ja, das Buch. Hat denn irgendjemand ein EMF? Das hab ich hier, das EMF vielleicht? Hab ich das? Ja, du hast das. Ist das EMF? Fräulein, du hast, glaube ich, das EMF. Ich hab das? Das muss ein EMF sein, das Neue. Das sieht alles neu, das ist gar nicht mehr so wie früher. Ich gehe jetzt einfach mal los hier. Sieht aus wie ein tragbares Radio. Gar nichts, ich hab kein Licht. Müssen wir nicht hier reingehen? Ja. Ach so, ja. Fräulein? Ja, sorry, ich wollte rein. So, der Kaktus geht vor. Eigentlich? Nee, ne? Warum macht er die Tür nicht auf? Nee. Nee, wir irgendjemand muss den Schlüssel mitnehmen. Ja, das Problem ist, genau, ich muss den Schlüssel holen. Warte, ich hole den Schlüssel. Ich hole den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Okay, nice. Er hat den Schlüssel. Oh, es leckt. Ich hab den Schlüssel. So, die Frauen zuerst. Achso, ich muss den natürlich auch ausrüsten. Wartet, wo ist er? Alles klar, Cherry Fairy. Also mein Gerät. Komm ich in mein Inventar? Reagiert auf Stimmen. Muss ich dann was sagen? So, hallo Geist oder sowas? Ich sehe nichts. Ich sehe auch ja, nichts, du kannst ey. Das, können wir mal Lichter mit... machen hier? Ihr müsst ein bisschen Licht haben. Irgendwas. Ja? Ja? Mit F oder was? Nee, das müsste automatisch eigentlich an sein, das normale Licht. Also oh Gott, ich sehe gar nichts. Hier ist eine Tür auf. Ach doch, ja, ich hab kleines nicht Licht, du hast recht. Ich hab kleines Licht. Aber ich sehe gar nichts, Alter. Nee. Aber ich krieg die Tür nicht auf hier. Ah, hervorragend. Ich hab die Tür nicht auf. Oh, du musst die schieben, die Tür. Ja, ich schiebe, aber es geht nicht. Buah. Oh Gott. Guten Tag. Okay, was muss ich tun? Ruf immer mal den Namen. Welchen Namen? Harald! Der Geist hat einen Namen. Der Geist hat einen Namen. Harald! Der Geist hat einen Namen, der steht drin. Helga! Mach mal Licht an hier. Das sieht man ja gar nicht. Mach mal erstmal überall wir Licht müssen an, auch genau. Reagiert auf Elfriede! Hildegard! Hildegard! Mach mal erstmal überall Licht an und Türen auf. Ja. Genau, wo kann ich dann nachlesen? Infos über den Geist. Wo ist das? Unter J. Unter J, J vielen Dank. Dann kriegst du das Journal auf. Ich bin so weit weg, hallo? Im Van. Im Van! Im Van steht der Name. Im Van steht der Name? Ja, klar. Wie heißt er denn? Im Van. Hast du gelesen? Ich gehe kurz mal in den Van. Einer sollte immer im Auto bleiben. Ja, aber ist ja langweilig. Und auf Werte gucken. Ja, okay. Ah. Hört man mich über das Mikro? Oh, du bist sehr leise jetzt. Ich weiß gar nicht, ob man mich. Ah, jetzt bist du ja, ich bin jetzt neben dir. Ah, okay. Bin jetzt auch neben dir.
David, oben. David Anderson. Ah, David Anderson. Okay. Wie geht nochmal das? Muss man das Motorrad anmachen? Halt? Würde ich mal wie sagen, ja. David Anderson. Du geile Sau. Komm, ist denn die Tür hier zu? Oh Gott, bei mir ist das Licht ausgegangen. Das war echt gefällt. Oh Gott. Der war gerade hier bei uns. Bei Malibu. Der stand direkt neben mir. Der stand direkt neben uns. Ja, genau, direkt neben Malibu. Weißt du so? Jetzt. Ja, super. Ja, David, ja, David, bist Anderson. Du hier? Oh Gott. David. David. Kriegen wir denn Geld? Trotzdem. Wieso haben wir eigentlich nur eine Taschenlampe dabei? Aber ich kein Geld. Oh, wir sollen Geld. Mein Chat sagt, wir sollen das nicht zu oft machen, sonst jagt er uns gleich. Ja, ja, genau. Ja, aber dann ist doch lustig. Lass mal direkt Scheiße drauf. Warte mal, der hat das nicht. David Hasselhoff. Was war das? Kann mal jemand in den Keller kommen? Ja, ich bin. Geh mal in den Keller. Aber kein Licht. Oh nee, das ist der Waschraum. Das ist der Waschraum. Das ist der Waschraum. Da ist kein Licht. Ja, die Energie mit der Lampe ist unten, ist aber wir müssen in den Keller und den Generator anmachen. Okay, wo ist denn der Keller? Das ist eigentlich hier ein Geräusch. Geh mal in den Keller! Ja, geh mal in den Keller! David Anderson. Wow! Er ist hier im Schlafzimmer! Fuck! Ich komm hier nicht raus! Fuck! Die Tür ist zu! Ich will hier raus! Ich seh nicht! Hallo? Geh mal bitte in den Keller, bitte! Was denn? Ich seh auch nichts! Alleine. Ich bin allein im Keller. Fuck. Ich komme hier nicht raus. Andy. Kann man jemand die Tür aufmachen? Wir haben Andy verloren. Im Schlafzimmer, ihr Idioten. Oh Gott, ist das eine Katastrophe. Gleich gibt die Code und ich bin schon dabei. Du mach die Tür auf. Bei den Beweisen hat sich auch was geändert. Seit dem Update, Atomwolke ist nicht mehr Gefriertemperatur. Atemwolke. Atemwolke ist nicht mehr Gefriertemperatur. Kann auch kein Licht anmachen. Der Beweis hat sich auch geändert. Der Kürbis und der Zettel gehört zum Halloween-Event. Wenn ihr das Event spielen wollt, sollte jeder den Zettel in der Hand haben. Am besten notieren. Könnt ihr mal endlich meine Tür aufmachen vom Schlafzimmer? Hi, Irene. Wir haben... Ist Andy, ich weiß nicht, wo das Schlafzimmer ist. Ja, hallo. Hier, Schlafzimmer. Also, das ist nicht das Schlafzimmer. Tischdieger hat jetzt einiges vor. Das ist links vom Wohnzimmer, wenn man reinkommt. Wo ist denn der Robert? Ja, der Robert? Aber Fräulein, wir müssen noch Andy holen. Hallo? Leute? Hallo, ich höre dich zwar. Ja? Wo ist denn der Robert? Wenn du vom... Andy? Ja, du kommst näher. Du kommst näher. Ja. Ja. Was mach mal deine Lampe auf? Machst doch eine Taschenlampe. Ja, aber die Tür geht nicht auf. Okay. Oder Licht geht auch nicht an. Also ich kann nichts machen hier. Und er war schon hier. Ist eigentlich offen. Okay. Der war schon. Bist du tot? Nein. Da könntest du eigentlich nicht mit uns sprechen. Das ist spannend, weil die Tür ist offen bei mir. Okay, bei mir nicht. Okay. Aber ich sehe dich auch nirgends. Okay, bin ich schon tot? Nee, könnt ihr mich nicht hören. Ah. Ich kann auch keine Türen aufmachen irgendwie gerade. Also, ist auch komisch. Ich habe ein Schloss hier von der Tür, aber ich komme nicht raus. Okay, eigentlich musst du halt da draufklicken, das halten und dann nach vorne dich bewegen. Ach, okay. Mein Fehler. Ich hätte die Tür aufziehen müssen, nicht drücken. Ach so. Bin jetzt im Wohnzimmer. Okay, cool. Ah ja. Eine Lampe gesehen. Ich glaube, die Mädels sind gerade zum Truck. Okay. Ja, ich hab eine Gestalt gesehen, die war im Schlafzimmer. Okay, cool. Dann sollten wir da gleich nochmal hin. Ja.
Hallo, wir sind hier. Ah, hervorragend. Also eine Sache haben wir erledigt. Mhm. Andy hatte die Taschenlampe. Yes. Wir haben ein Geisterereignis erlebt. Das ist schon mal richtig. Ja, ich habe ihn gesehen. Den Zettel, du musst den wieder aus der Hand werfen. Ach so, du musst den Zettel wieder wegwerfen, Malibu, dass jeder den Zettel mal in der Hand gehabt hat. Okay. Wohl, angeblich. Wie schmeiße ich ihn weg? Mit G. G. Zack, da ist er. Nice. Alle stürzen sich drauf. Wie die fliegen. Hä, warum kann ich den nicht grabben mit E? Vielleicht, weil du deine Hände voll hast. Ach so, ja, natürlich. Du musst du wahrscheinlich erstmal was ablegen. Mach ich. Oh. Ey, dafür, dass ich den Geist gesehen habe, habe ich aber noch gute Vitalwerte. Werde Zeuge eines kommenden Geist während einer Jagd mit dem EMF-Messgerät Beweise für übernatürlich. Wer von euch hat denn das EMF-Gerät? Das, ich anscheinend. B, sagt Tischtiger. B, Marcel. B, danke schön. B. B. Also das heißt, wie würden Sie lieber ins Bett gehen? A, Ihrer Frau? B. Schüssel des Grinsens mal eins. Das heißt, hört mir zu. Das heißt, wenn wir jetzt voneinander so weit entfernt wird, dass ihr uns nicht normal hört, dann müssen wir B drücken, um dann über Walkie-Talkie miteinander zu sprechen. Okay? Hallo? Ja. Über B, halt hier. So klingt das dann. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Check, check. Check, check, check. Ah, hallo? Okay. Hallo? Hört ihr mich? Okay, jeder soll den Zettel nehmen irgendwie. Okay, ich nehme den Zettel. Warte. Ich hatte den Zettel. Mal die Kamera wieder, die Hühner. Okay, hier, Zettel. Schüssel des Grinsens. Schüssel des Grinsens. Es gibt auch globales Push-to-Talk. Ah, okay. Ja, nee, aber wir haben Spracherkennung für Links und Walkie-Talkie. Ja, Push-to-Talk ist ja in Ordnung. Okay. Ja, aber wo, vielleicht gibt's auch. Andy ist unser Host. Ja, soll ich ihn nochmal. Warte mal, was spüren? Wir müssen auf Malibu warten. Ja. Okay. Keller, wir müssen in den Keller, ne? Wir haben hier übrigens. Also ich sehe. Ihr habt ja im Schlafzimmer schon den Geist gesehen. Ja, und also wir natürlich auch. Nee, das war das falsche Zimmer. In der Küche war der. Nee, der war. Warte mal, wo war ich denn eingesperrt? Ach, du auch? Hier war ich eigentlich. Nee, auch nicht. Nee, warte mal, komm mal zurück. Ja. Ich meine, du warst da hinten irgendwo. Alter, ich verlaufe mich hier. Wo ist denn das verdammte Wohnzimmer? Da. Genau, Wohnzimmer. Hier war ich. Ja. Okay, weil wir hatten den eben in der Küche. Ja, David, ja, Anderson, neben dem Tisch. Bist du da? Dann läuft der vom Wohnzimmer in die Küche. Das ist schon mal ganz gut verkehrt. Dann, Nee, er war erst in der Küche, dann im Wohnzimmer. Okay, läuft er auf jeden Fall zwischen Wohnzimmer und Küche hin und her. Dann lass mal uns Andy schnappen und Andy? Ja? Ja? Kommst du mal mit uns hier hinten mit? Und dann lass uns mal zusammen in den Keller gehen. Oh, oh. Der ist, glaube ich, genau hier. Du bist der Lichtmann, also musst du vorangehen. Du bist der Lichtmann. Andy ist der Lichtmann. So, wir müssen jetzt den Sicherungskasten finden, damit wir die Sicherungen wieder anmachen können. Wer hat denn hier das Dingsgeräusch mit ich dabei? Ich bin das nicht, ich weiß das nicht. Bestimmt aber Andy. Ich könnte. Oh, guck mal, ich habe einen lila Stab hier. Es kann aber auch sein, dass der auch, wenn der nicht hier ist, dass der in der Garage ist. Der also ich finde hier keinen. Okay, dann ist der wahrscheinlich in der Garage. Aber es ist natürlich auch, Alter, das ist keine Taschenlampe, das ist eine Funzel, Alter. Doch hier ist doch ein Sicherungskasten. Hier ist doch einer, wir haben einen. Hier ist er. Genau, doch nice. Hier ist er. Ich, ich bin da irgendjemand drin. Alle glätte dich. Hier. Ja, jetzt? Super. Haben wir an? Ist Licht an? Nice, wie können wir es sehen? Oh mein Gott, hervorragend. David Anderson, hoch ist da. Kommt hoch. David Anderson. Kommt hoch. Don't hassle the Hoff. Bist du da? David Anderson. Und er stand genau hier. Hier neben dem Tisch. Ja, genau hier. Und da ist die Lampe kaputt gegangen. Schreib ins Buch. Ist das das Buch? Ich weiß nicht, was das Buch ist. Ist das neue Buch? Ja, das sieht halt alles anders aus. David Anderson. Was ein Chaos. Ich liebe es. Ich hoffe, dass du es liebst, weil es ist eine Katastrophe. Hast du das Licht angemacht, Andy? Nein. Okay, dann ist es von selber angegangen. Fall, ja, Andy David hat auf jeden Anderson, Fall ein Gerät. Bist du da? Die Uhr plötzlich so laut. Ja,
Oh, das ist gut. Ist nicht mehr da. David? David Anderson? Schreib ins... Oh, er ist da! Es passiert was, passiert was! Verstecken! Verstecken, verstecken, wohin? Wo denn? Ich bin draußen. Das klingt ja geil. Oh, fuck. Das klingt ja geil. Das ist ganz neu. Sei leise. Wo seid ihr? In, im Waschraum. Gegenüber vom Keller. Aber er hat aufgehört zu jagen, oder? Es hat aufgehört. Nein. Keine Jagd. Tischtiger sagt keine Jagd. Was ist ein Event? Keine Jagd? Ein Event, sagt er. Ja, Event. Ah, es ist jetzt wieder aus dem Wohnzimmer. Oh, ich hab, Was angemacht? Wir haben kalten Atem. Schreib ins Buch. Cool. Anderson. Dann wie heißt er? Jonathan David Anderson. Anderson. Wie hieß er? David. Dann kaltem Atem, Gefriertemperatur. Okay. Auf zum Atem. Wobei ich habe keinen. Ich bin nicht unter 5 Grad hier bisher. Irgendwie. Oh, warte, hier. Was steht da? Was steht da? Fräulein, wo bist du? Fräulein, wo bist du? Ich bin im Zimmer. Steht irgendwas an der Wand? Ich stehe was an der Wand. Kann man die Tür wieder grabben und zumachen irgendwie? Geht das? Ja. Ah ja. Was steht denn da? Aus wässrigem Grab. Am Grab am stillsten Ort. Es tauche auf in vollster Wonne. Die ruhigste und schönste dort am Morgen scheinend Sonne. Okay, nice. Okay. Wissen wir Bescheid. Wir sollen gehen. Robot, was ist los? Ich versuche mit David Anderson zu sprechen. Wie alt ihr könnt auch so Sachen, genau, ihr könnt so Sachen fragen, wie bist du hier, wie alt bist du, sollen wir gehen? Hier. Okay. Wie gesagt, Atem David Anderson, ist nicht mehr wie ist dein, sind deine Pronomen? Achso. Tischtiger, hast du gehört? Ja, Atemwolken sind nicht mehr Gefriertemperaturen. Das ist ein anderes Rätsel, das würde ich erstmal ignorieren. Okay. Aha, gut. Und danke schön, dass du uns so viel hilfst. Das ist toll. Dann sind wir nicht so ganz so verloren. Okay, wir haben also noch Habt ihr das schon mal gespielt? Ja. Ja, ist schon was her. Aber es Nein, ist noch nie. Auch, ich krieg Infos im Malibu, meinem du hast Chat. Das lila Licht, ne? Ja. Lila Licht? Pass auf, du musst mal gucken. Eigentlich müssten wir dazu am besten das Licht gleich nochmal ausmachen. Weil das Nein. kann... Fingerabdrücke sehen. Oh mein Gott! Das hat geflackert gerade, das Licht. Ja, aber nur kurz. David Anderson. Oh, Herzinfarkt. Also theoretisch Warum? Müssen wir jetzt mal so ein bisschen zwischendurch auch mal alleine spielen, hier drin, weil, ja, weil auch noch Einzelpersonen reagiert. Ach so. Okay, ich geh mal weg. Was müssen wir denn noch rausfinden? Also, das ist ja, glaube ich, so, du musst ja verschiedene Sachen aufschreiben, damit du ungefähr weißt, was du für einen Kollegen hast, ne? Exakt, du musst auf J. Oh. Ich bin im Badezimmer, ich kann nicht sehen. Hallo, er ist bei mir in der Garage. Hilfe, ich bin im Badezimmer, es ist alles dunkel, ich kann nicht. Ich bin gefangen. Lebst du noch? Oh. Ich bin gefangen in der Garage. Das Licht hat er ausgemacht. Wo ist die Garage? Ich bin draußen, glaube ich. Ich bin gefangen. Oh. Er kommt. Fuck. Ich glaube, er war im Schlafzimmer. Oh, ich bin draußen. Ich bin hier reingegangen und hatte Heartbeat. Und... Ach, meine Hose ist nass. Ich bin draußen. Ich wiederhole, meine Hose ist nass. Houston, wir haben eine nasse Hose. Ich bin hier. Wird bei mir auch geschrieben, oh Gott. Bleiben wir hier stehen? Ja, warte mal eben. Lass zu Beginn alle Dinge am Bord durch. Ob der Geist nur mit einer Person interagiert oder im Team. Okay. Ich raus, da ist Andy. Geht das Licht in den Keller an? Oder muss ich nochmal in den Keller? Hallo? Ja, ich glaube, wir müssen nochmal in den Keller. Wir müssen nochmal die Sicherung reinmachen. Wir haben die Sicherung immer raus. Findest du das? Ja.
ist drin. Sicherung ist drin. Gut. Entschuldigung! Hör auf, mich hier abzuschießen! Okay, ich werde hier in Real Life attackiert! Hier ist wieder da. Oh, da kommt er gleich. Es kommt was, mein Licht flackert. Ja, verstecken! Wow, wo ich sterbe! Ciao! In den Schrank! Fräulein ist tot. Ich geh raus. Nein, ernsthaft? Ja. Die Haustür ist zu. Ja, der hat's gejagt. Deswegen ist die Haustür zu. So, lass mal kurz aufgehen. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ich verstehe noch gar nicht, was hier passiert. Okay. Hä? Fräulein ist tot. Das ist passiert. Okay. Pass auf, wir können jetzt auf J gehen, alle mal. Und dann oben in dem Reiter Beweise haben wir jetzt einmal den Fingerabdruck. Ultraviolett ist es jetzt. Okay, es ist jetzt ultraviolett. Mhm. Weil Malibu hat ja gerade eben eine Hand gesehen, ne? Ja. Gut, dann haben wir auf jeden Fall ultraviolett. Dann haben wir die Geister auf jeden Fall schon mal eingeschränkt. Mhm. Das Problem ist, wir haben jetzt nicht viel Ausrüstung halt. Aber haben wir dadurch nicht, dass ich den Atem hatte, Gefriertemperaturen? Nein, das ist nicht mehr so, wurde gerade eben gesagt. Ach, meine Güte. Der Tipp wurde uns gegeben, dass das nicht mehr so ist, dass die Atemwolken nicht mehr so sind. Und ich hatte auf dem Thermometer bisher auch noch nichts unter 5 Grad. Also wir kommen nicht auf Gefriertemperaturen. Deswegen könnten wir theoretisch unter Gefriertemperaturen ausschließen. Das heißt, wenn man da zweimal draufklickt, erstmal macht es ein X, dann wählt es das an. Und wenn du da nochmal draufklickst, streicht es das durch. Und dann haben wir die auch ausgeschlossen, die Gefriertemperaturen haben. Das heißt, wir haben nur noch Poltergeist, Mühling, Banshee, Obake, was? Ich habe Geisterbuch durchgestrichen, aber ich kann es wieder zurückmachen, okay. Ja, genau, das kannst du wieder zurückmachen. Also haben wir nur noch Poltergeist, Mühling, Banshee, Obake, Phantom und Gorio. Mhm. So, und das heißt, wir müssten jetzt wahrscheinlich nochmal rein. Wir könnten, das Problem ist, wir haben keine Kamera, ne? Doch, wir hatten eine Kamera, oder? Weiß ich nicht. Okay, wir haben keine Kamera. Vielleicht hatte die Fräulein die Kamera. Wie heißt denn das Gerät, was ich habe? Die Fräulein hatte dieses Gerät. Das könnte die Geisterbox sein. Fräulein hatte dieses Ding, die Geisterbox, was diese grünen Punkte gemacht hat. Stimmt, Dots. Das war der Dots. Hallo. Weil er hat ja darauf reagiert, zweimal. Auf diese hat er damit gesprochen? Hat er da gesprochen durch? Nee, gesprochen nicht. Hast du was gehört? Ach, Hilfe. Nee, ich glaube, es hat geleuchtet. Was heißt denn eigentlich diese Prozentzahlen hier unten? Das ist unser geistiger Zustand. Das ist nicht so geil. Oh. Also, wir machen es jetzt mal so. Drop mal bitte, weil du hast relativ wenig geistige Health noch, Andy. Drop mal bitte die Geisterbox. Wie mache ich das? Mit G? Dann gehe ich mal eben rein. Ganz genau, mit G. Dann gehe ich mal eben alleine rein, weil er geht ja auf einzelne Personen. Dann gehe ich mal kurz alleine rein und versuche mal zu gucken, ob er darauf reagiert. Also mein Chat sagt gerade, das Rauschen hörte nur auf, aber er hat nicht gesprochen. Okay, dann versuche es jetzt nochmal eben. Ihr könnt hier bei der aktuellen Gesamtaktivität sehen, ob es irgendwie abgeht. Dann könnt ihr mir auf B Bescheid sagen, wenn da jetzt gleich links irgendwo, wo jetzt die Linie ganz unten ist. Wenn die hochgeht, wenn das hochgeht, auf 10 oder jetzt geht's ganz genau. Dann könnt ihr mir über B kurz Bescheid sagen. Ja, okay. Und Malibu kann sonst hier eben auf dem Monitor. Ja, ich wollte ihn gerade umstellen. Ich wollte ihn umstellen, ob man da ein anderes Bild kriegt, weil unten steht Mausradwechsel zum Kamerawechseln, aber es macht. Ah, wir haben keine andere Kamera, das ist das Problem. Ah. Okay. Ich gehe mal dann eben mit der Geisterbox rein und guck mal eben, ob er was hat. Ja, wir haben jetzt eine 8er Aktivität gerade. Ja, okay, jetzt. Ich probier's mal. Aktivität ist bei 6. Oh, okay. Jetzt bei 9. Ich go for it. 10. 8. 4. Oh Mann, ey. Hätten wir alle eine Taschenlampe, ne? Wäre es nicht ganz so dramatisch. 10. 10. Hilfe.
Ist bei 7. Oh Mann. Ist er noch da? Ganz chillig bei 2. Oh, was ist hier los? Null. Oh, mein Chat gerade sagt, oh, das ist cool. Er ist tot. Ja. Er ist tot, Malibu. What the fuck? Oh Gott! Er wirft mit Bechern nach mir. Ja. Dann hängt aber dieser Doppelstream ganz schön hinterher, weil... Warte, ich muss das mal gerade hier... Warte mal. Aktualisieren. Ist nicht. Weg. Komisch. Also unsere beiden sind noch richtig oder ein bisschen verzögert. Und bei Robot und bei Fräulein läuft was ganz anderes. Naja, die sind ja auch tot jetzt. Ja, aber... Die sind nicht mehr in der Lobby. Die sind, glaube ich, schon im da, wo wir eben waren. Okay. Naja, komm. Oder in so einem Geisterlevel, ne? Glaube ich. Was liegt denn hier eigentlich? Auf jeden? Nee, lass mal lieber. Ey, der hat Becher geworfen eben. Die Frage ist jetzt, wir können ja nicht mehr viel machen. Wir haben ja nichts mehr. Also gehen wir einfach rein und hoffen auf gut Glück. Ach, du hast die Taschenlampe. Ich bleib mal hier. Warte mal. Jetzt weggeschmissen. Ich rate jetzt einfach mal. Was denn? Ach so, wegen der Geistersache. Ja. Weil wir können eigentlich nicht mehr viel machen. Ich habe Poltergeist gemacht. Geh mal auf Poltergeist. Ich habe zum Beispiel zwischendurch Dampf gesehen. Das hat ja auch was mit Temperaturen zu tun, ne? Ja, aber da sagte der Chat von Robot, dass das keine Gefriertemperaturen mehr sind, so wie früher mal. Okay. Geh mal auf J und mach mal Poltergeist. Wir sagen, das war ein Poltergeist und hauen hier ab. Zu zweit können wir hier eh nichts mehr machen. Ach, du hörst mich gar nicht, das ist so dumm. Ich laufe von dir weg und rede mit dir. Sinnvoll. Habe ich gemacht und jetzt? Ich weiß gar nicht. Wie kann man das denn hier abbrechen? Lass uns einfach rein. Tschüss. Ich bin draußen. Tschüss. Ich bin noch hier draußen. Du spinnst toll. Wir haben nichts mehr, womit wir jetzt sagen können, wir finden den Geist. Dann gehen wir rein und sterben halt. Nee, wir wollen ja versuchen, wenigstens ein bisschen Geld zu kriegen. Deswegen sollst du... Guck mal, ich kann gar nicht mehr rein mit 1%, Alter. Ich bin sofort weg. Okay, was mache ich dann? Im Chat wird gesagt Banshee. Ich habe Poltergeist gesagt, weil ich habe keine Ahnung. Ja, aber was passiert denn dann, wenn wir das angeklickt haben? Die Toten möchten die Banshee. Ah, okay, die Toten. Ah, okay. Danke, Seefahrer. Verstehe ich nicht, was? Geh mal auf J. Ja, Beweise. Und mach mal die Banshee. Ja, Beweise? Ach so, statt Poltergeist meinst du? Ja. Die Banshee auswählen. Okay, hab ich. Und dann hauen wir ab. Bleib drinne. So. Jetzt weiß ich gar nicht. Ah, doch, jetzt. Sind wir gleich durch. Welcome back. There's some jobs ready for you. Hallo? Hallo, Team. Das war der Obake, verdammt! Obake! Ah. Ich hatte Poltergeist getippt. Ah, damn. Ah.
Ja, das war. Aber wir haben Geld verdient trotzdem. Ja, wir haben ja, Geld. Ja, klar, wir haben ja die Disga- wir haben das. Brauchen Taschenlampen, würde ich sagen. Was? Oh. Ja. Das machen wir gern öfter mal. Ach so. Interessant. Ich bin mal kurz in der Porzellanabteilung. Bin gleich wieder bei euch. Jetzt macht das schon, Pipi-Angst. Yes, Angst. Weil noch so ein Erlebnis und ich habe wirklich eine nasse Hose. Wir haben also, wir haben das erste Halloween-Event schon geschafft. Also wir haben den Zettel gefunden im ersten. Okay. Deswegen ist da jetzt ein Haken dran. Wir müssen einfach auf jeder Map diesen Kürbis finden und die Karte alle uns angucken. Ja. Nice. Okay. Ihr könnt jetzt hier auf dem Shop... Der erste Schritt. Okay. Was? Bitte? Ihr könnt jetzt hier auf dem Shop, auf dem Ghost-Bildschirm... Ich habe jetzt schon mal... Taschenlampen habe ich jetzt schon mal gekauft. Okay. Aber ich habe nur drei. Also wir bräuchten noch eine. Das wir heißt, haben doch schon eine. Oder ist die jetzt weg? Die müsste... Stimmt. Ich weiß jetzt gar nicht. Jetzt zeigt das hier jetzt gerade nicht an. Sekunde. Ich weiß gar nicht, wenn die auf hinzu automatisch kaufen. Hey, aber wenn ich hinzufüge, dann fügt er die hinzu oder so. Habe ich die jetzt gekauft oder was? Du musst da auf das Plus. Ich verstehe diesen Shop immer nicht. Ja, du musst auf das Plus gehen unter dem Item. Hab ich. Und dann musst dann du ist da ein, hinzufügen. unten links. Habe ich da gemacht. Also, dann sollte es eigentlich jetzt bei Ausrüstung. Ist es nicht. Okay, der Shop. Ist das teuer oder so? Den Shop habe ich noch nie. Ah, ne, 30. $30 nur. Hä, aber Automat. Ach, das wird. Ich glaube, das wird dann hinzugefügt. Erst wenn wir das starten. Automatisch kaufen, automatisch hinzufügen. Ja, mache ich jetzt einfach. Nee, die kostet. $30 kostet die. Kosten. So, jetzt müsste ich. Okay, ich habe drei Taschenlampen auf gekauft? Jeden Fall. Ich habe eine gekauft. Ich habe eine gekauft, okay. Okay. So, die dann anderen haben wir noch alle nicht, die Sachen. Im zweiten Schritt müsst ihr in der einen Karte dann alle Zutaten der Zettel in der korrekten Anzahl in den Kessel tun und das war es dann. Ah, so, da bin ich wieder. Cool. Kesselbrüherei. Hallo. Cool. Videokamera haben wir.